Einen wunderschönen guten Hallo, Freunde der leisen Tanzmusik, und willkommen zurück zu einer neuen Folge Detroit Become Human. In der letzten Folge, ja, sind wir mit Kara und Alice in ein Haus gekommen, wo wir ziemlich verarscht wurden, denn der Typ, der hier drin arbeitet, misshandelt quasi Androiden und setzt sie zurück und verkauft sie. Oder macht irgendwelche Experimente damit. Und Marcus hat ja, Jericho gefunden. Wir haben uns mit einem, ich nenne sie gerne mal, Orakel unterhalten. Und wir haben einen Plan ausgeheckt, wo wir an neue Ressourcen rankommen. Aber es geht jetzt erstmal in dem Haus weiter. Und wir müssen sehen, dass wir unseren gelöschten Speicher irgendwie wieder reaktivieren können. Damit wir wieder wissen, wer wir sind und warum wir diesen ganzen Kram überhaupt machen. Und wenn ihr wisst, warum ihr diesen Kram oder wir diesen Kram machen wollen, wenn ihr das wisst, könnt ihr gerne einen Daumen nach oben da lassen und einen Kommentar schreiben. Ich hoffe aber, euch da draußen geht es soweit gut, und wenn nicht, seht zu, dass ihr das wieder hinbekommt. So, wir schauen uns mal an. In diesem Gruselhaus hier. Wir kriegen anscheinend immer wieder ein Stückchen was zurück. Das könnte den Speicher wieder kompromittieren. Womit wir dann vielleicht es wieder schaffen, unseren Speicher herzustellen. Naja, rausgehen ist wahrscheinlich noch keine Option. Jacke. Macht es euch gemütlich. Komm schon. Kara, erinnere dich. Was haben wir denn noch? Können wir da... Bringt es uns was, wenn wir da hochgehen? Warte mal. Wir können ja mal gucken. Vielleicht ist sie offen? Nein, natürlich ist nicht offen. Na komm. Um den Tisch herum. Ja, an sich irgendwie ein cooles Haus, aber... Können wir nicht das Protokoll verbieten? Warte mal, können wir gegen das Protokoll arbeiten? Komm schon! Nein, wir sind nicht in der passenden Ausnahmesituation. Dann müssen wir jetzt zu Luther. Was haben wir denn hier noch alles? Wir haben hier gar nichts. Meisters Essen ist fertig. Bring es hoch zu ihm. Okay. Ja, Luther. Und nimm das Tablett und prügle ihn damit nieder. Ich weiß nicht, diese Spiele, die holen mich emotional voll ab. Gerade wenn da noch kleine Kinder dabei sind. Jeder von euch, der selber welche hat, der weiß, warum es einem dann wahrscheinlich so geht und das ziemlich hart triggert dann. Hier ist nichts, was uns weiterhilft. Stell es einfach auf den Tisch da drüben. Und er experimentiert wieder, der Kerl. Da hinten ist ein Tisch. Der zeigt aber in die Richtung. Naja, ist okay. Gott. Was schaufelt der in sich rein? Bagels? Muffins? Donuts? Was? Bah. Bring den Kadaver weg. Nach dem Mann. Die Scheißschaffe ist einfach abgehauen. Diese verfluchte Uhr hat mich gegen einen beschissenen Buchhalter verlassen. Stimmt, er erinnert sich nicht an Top, ne? Ja, Slatko. Slatko. Luther! In den Nebenraum. Luther? Wir haben jetzt leider keine großartige Wahl. Ja, Slatko. Ich bin hier in knapp 10 Minuten fertig. Bring mir die Kleine an und schau, was ich mit ihr mache. Verstanden, Slatko. Ich bringe Ihnen die Kleine in 10 Minuten. Ach Gott. Da krebst schon wieder jemand rum. Na toll. Da bleiben eine Zeit, 10 Minuten. Erinnern, wer ist das Mädchen?
RA9. Da haben wir es wieder. Wir müssen jetzt sehen, dass wir in der Zeit... irgendwie unser Gedächtnis wieder kriegen wahrscheinlich. Ui. Okay, das ist... okay. Das ist cool. Komm. Komm schon. Alles gut, wir sind Freunde. Alles cool. Alles gut. Okay, erinnern, 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 erinnern. Mann. Das erinnert an Todd, oder? Ja. Korridor, was ist das? Und das ist hier. Ui. Was machst du hier? Hat dir der Meister erlaubt, herzukommen? Du musst dem Meister immer gehorchen. Oh ja, du musst gehorchen. Du darfst hier nicht sein. Du hast hier nichts verloren. Also bei dir ist nicht mehr viel, was gehorchen kann, ja? Nein, du hast hier nichts verloren. Wenn du keinen Befehl hast, musst du ins Standby. Oh ja, du musst gehorchen. Ja, du musst gehorchen. Ja, du musst gehorchen. Okay, da wird mir zwar angezeigt, dass ich mit dem was machen könnte. Du darfst hier nicht sein, es sei denn, du hast einen Befehl. Luther. Es tut mir leid. Wegen der Kleinen. Gut. Na, nee. Da gucken. Hilft uns das? Nein, das hilft uns auch nicht. Okay, wo sind wir denn jetzt? Links sind wir rein. Eieiei. Alice. Alice im Wunderland. Was ein Zucker. Ja, genau. Alice? Genau, wir schaffen das. Komm schon. Wir schaffen das. So. Feuer. Feuer ist heiß. Gut, was hat mir das jetzt gebracht? Erstmal gar nichts. Wahrscheinlich nur irgendwas, was ich nicht kapiert habe. Vielleicht für später. Haben wir hier noch was? Warte mal, da ist doch... da ist noch was. Das Bild, oder? Ach nee, das war die Tür. Sind wir wieder im Korridor? So, kommen wir da hin. Alice. Wir müssen weg. Du musst mir folgen und ganz leise sein, okay? Na super, wie...
Ja, Slatko. Ich bin hier fertig. Hol jetzt die Kleinen. Sofort, Slatko. Warte mal, er wird hier rum. Gehen wir da durch. Verstecken. Das funktioniert doch nie. Slatko! Was? Die Kleine ist weg! Sie kann ja nicht verschwunden sein! Wir legen sie muss Feuer. Hier irgendwo sein! Worauf wartest du noch? Such sie! Beeilung, sie sind gleich hier. Lien? Wir müssen hier durch. Da ist überall Rauch! Hilfe! Scheiße, ein Feuer! Hilfe! Oh oh. Okay. Alter! Die Tür ist aber verschlossen. Hintertür. Die vordere haben wir ja probiert. Ja, das wird ihn aufhalten. Natürlich, beim Wegrennen stolpern. Typisches Klischee. Nein, ich bleib bei dir. Lauf, lauf so schnell du kannst. Du warst gewarnt. Träume enden immer in Tränen. Du hättest auf mich hören sollen. Was machst du denn? Geh mir aus dem Weg. Nein. Nicht diesmal. Geh mir aus dem Weg, oder ich schieße durch dich durch. Ui. Wie kannst du es wagen? Was fällt euch ein? Wir haben doch auch den Bären freigelassen. Komm schon. Wer hat euch rausgelassen? Lasst mich in Ruhe. Lasst mich in Ruhe. Gehorcht mir. Ich bin euer Meister. Ich bin euer Meister. Ich wollte dir nichts tun. Er hat mich auf Gehorsam programmiert. Als ich sah, wie die Kleine ihr Leben für dich riskiert, war es, als öffnete ich meine Augen zum ersten Mal. Endlich konnte ich sehen. Ich weiß, du vertraust mir nach all dem sicher nicht mehr. Aber ich kenne jemanden, der euch über die Grenze bringt. Ich könnte euch hinbringen. Ich könnte euch beschützen. Dich und die Kleine. Okay. Ich vertraue dir. Ich hatte solche Angst, dich zu verlieren. Entschuldigung, das fand ich jetzt einfach schön. Das war schön, ja. Ich habe eigentlich gedacht, er zerreißt ihn direkt. Aber naja. Ihr wisst schon. Wie oft kannst du in einer Minute naja sagen? Naja, sehen wir mal. Connor. Ja, da hinten müssen wir hin. Oh oh. Warum ist der Mauszeiger jetzt angezeigt? Ach komm schon. Wir machen mal kurz Pause. Und es geht weiter. Ja, das Spiel läuft auf PC so ein bisschen instabil. Das finde ich nicht schön, aber naja gut, was willst du machen? So ist es halt.
Hallo, Amanda. Connor, ich habe dich erwartet. Gehen wir ein kleines Stück? Ja, freilich. Dieser Abweichler war ein faszinierender Fall. Zu schade, dass du ihn nicht festnehmen konntest. No. Oh. Es gibt keine Entschuldigung. Mir fehlte es an Effizienz. Konntest du etwas herausfinden? Ich fand sein Tagebuch. Aber es ist verschlüsselt. Die Dechiffrierung kann Wochen dauern. Was noch? Die Wände des Apartments waren mit Labyrinthen und anderen Symbolen bemalt. Wie andere Abweichler schien er wie besessen von RA9. Du warst kurz davor, den Abweichler festzunehmen. Wie entwickelt sich deine Beziehung zu diesem Lieutenant? Er schien dankbar, dass ich sein Leben gerettet habe. Er hat nichts gesagt, aber es auf seine Art ausgedrückt. Uns bleibt nicht viel Zeit. Die Abweichung breitet sich weiter aus. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis die Medien davon Wind bekommen. Wir müssen das beenden. Um jeden Preis. Ich bringe diese Untersuchung zu Ende, Amanda. Ich werde sie nicht enttäuschen. Es gibt einen neuen Fall. Geh zu Anderson und untersuche ihn. Das war jetzt nicht besonders aufschlussreich. Jedenfalls in meinen Augen. Huch, ist das eine Bude, ja? Ach Quatsch, komm. Und fängt an mit der Haustür. Ganz simpel. Nur weil es ein Spiel ist, müssen wir doch nicht Lieutenant gleich... Lieutenant Anderson! Jemand zu Hause? Nur weil es ein Spiel ist, heißt es ja noch lange nicht, dass wir gleich wieder anders denken müssen. Okay, ich erkenne da jetzt nicht so viel. Nein. Ist hier eine Hintertür? Vielleicht gibt es hier eine Hundeklappe, Katzenklappe. Nicht zu sehen. Connor ist auch so ein typischer Hundename, oder? Was denn jetzt? Ach so, ich stehe vom Busch. Ach, das ist der Hund. Der Bernardino. Tritratrop, es tropft dir überall. Oh. Lieutenant Anderson! Also, wenn er... Ruhig, Sumo. Ich bin dein Freund. Ich weiß deinen Namen. Ich will deinen Besitzer retten. Hat er sich ins Koma gesoffen? Ach komm schon, Hank. Hank. Ach. Junge, Junge, Junge. Das ist aber mal so richtig übertrieben. Naja. Spuren von Alkohol?
Hat er gekotzt? Arrhythmie, okay, das kann von Alkohol kommen. Schottischer Whisky. Naja, wenigstens was Gutes, ja. Das ist problematisch. Eine Kugel übrig. Hast du mit dir selber russisch Roulette gespielt, oder was? Lieutenant! Aufwachen, Lieutenant! Ich bin es, Connor! Ich werde Sie zu Ihrem eigenen Wohl auflüchtern. Ich muss Sie warnen. Los, das wird nicht angenehm. Verpiss Sie aus meinem Haus! Tut mir leid, Lieutenant, aber ich brauche Sie. Kommt Danke jetzt hier. Im Voraus für Ihre Kooperation. Hey, verpiss dich, ihr Face von hier! Kommt jetzt die berühmte kalte Dusche, ja? Hey, ja, ja, hey. Die in Wirklichkeit nichts bringt. Guter So, hey, guter Hund. Ich glaube, ich muss kotzen. Bitte erst im Bad, ja? Ja, lass mich in Ruhe, du Arschloch. Ich geh nirgendwo hin. Ja, ich hab dich auch lieb. Komm schon. Ist zu deinem Besten. Was soll das? Oh, ja, ja. Ich will nicht mal. Danke. Tut mir leid, Lieutenant. Es ist zu Ihrem Besten. Was tut er hier? Vor 43 Minuten wurde ein Mord gemeldet. Sie waren nicht in Jimmys Bar, also bin ich hierher gekommen. Scheiße, ich bin bestimmt der einzige Kopf der Welt, der im eigenen Haus vom eigenen Scheiß-Androiden angegriffen wird. Kannst du mich nicht einfach in Ruhe lassen? Vielleicht geben Sie den Fall ab. Jemand anders wird zugewiesen und ich kann meine Mission fortsetzen. Deine verdammte Mission. Alles andere ist dir egal, hä? Hören Sie, Lieutenant, Sie sind nicht Sie selbst. Sie sollten... Verpiss dich, verstanden? Verschwinde endlich hier! Gut, ich verstehe. Es ist vermutlich gar nicht interessant. Ein toter Mann gefunden in einem Sexclub in Downtown? Oh. Man wird den Fall sicher auch ohne uns lösen. Naja, ein bisschen frische Luft würde mir sicher nicht schaden. Im Schlafzimmerschrank sind ein paar Klamotten. Ich hole sie. Okay, Freunde, an dieser Stelle machen wir aber Schluss für heute. Die Klamotten kriegt ihr erst in der nächsten Folge. Und wenn euch diese hier gefallen hat, lasst gerne ein Like oder ein Abo da. Schreibt einen Kommentar, das hilft mir sehr. Aber Hauptsache, wie immer, ihr schaut das Video. Bis zum nächsten Mal, euer Scotty. Ciao, ciao.